ist jetzt zumindest für einen Teil der eingesetzten Soldatinnen und Soldaten ein sehr ungewöhnlicher und wie ich finde auch bedeutender Einsatz zu Ende gegangen. Dass die Bundeswehr außerhalb des Bundesgebietes tätig wird, das ist inzwischen ja nichts Neues. Aber dieser Einsatz richtet sich gegen einen unsichtbaren Feind, gegen das Coronavirus. Der fand nicht in Deutschland statt, sondern zur Unterstützung eines befreundeten Landes neben Portugal. Ich glaube, bei all unseren Sorgen wird gelegentlich vergessen, was in anderen Ländern für riesige Krisen mit dem Coronavirus verbunden sind. Portugal ist dafür ein Beispiel. Dieses Land hat wirklich auch die Grenzen seines Gesundheitssystems bitter erfahren müssen. Und die Unterstützung, die die Bundeswehr in dieser Hinsicht geleistet hat, ist, wie ich weiß, in Portugal sehr genau aufgenommen worden. Viele, viele Menschen konnten durch die Soldatinnen und Soldaten gerettet werden. Und ich finde, dass dafür ein sehr, sehr herzliches Dankeschön fällig ist. Auch deswegen, weil dieser Einsatz ja auch für die Soldatinnen und Soldaten ein Risiko gewesen ist. Deswegen bin ich froh, dass alle gesund und munter wieder zurückgekehrt sind nach Bunsdorf. Ich hoffe, das gilt auch für alle diejenigen, die jetzt noch in Portugal tätig sind oder dort noch in den Einsatz gehen. Denn die Bundeswehr wird noch manche Wochen dort arbeiten müssen. Insgesamt ist es, glaube ich, ein Einsatz gewesen, für den man sehr dankbar sein kann. Und dass wir Grund haben, auf solche Soldatinnen und Soldaten stolz zu sein, das versteht sich. In Deutschland stehen wir mit dem Sanitätsdienst jetzt schon 12 Monate im Corona-Einsatz. In Krankenhäusern, in Pflegeheimen, auch unter schwersten Situationen auf Intensivstationen. Aber das war natürlich nochmal eine ganz besondere Situation jetzt, dass einer unserer engsten Bündnispartner unsere Hilfe erbeten hat. Und da wir als Sanitäter der Menschlichkeit verpflichtet immer ganz, ganz eng mit unseren Verbündeten vernetzt sind, war das natürlich für uns auch die Chance, diese Bündnisnähe, dieses Vertrauen auch zurückzugeben. Und ich bin sehr froh, dass wir mit unseren schnellen Einsatzkräften aus Lier diese Gelegenheit sehr, sehr schnell wahrnehmen konnten und nach Portugal fliegen konnten. Und das Kontingent hat ja auch Schwerstes dort vor Ort geleistet. Aber das kann besser als ich der Kontingentführer, der Oberst als Ebers, wiedergeben. Aus meiner Sicht als Kontingentführer war das absolut richtig, dass wir dort unten vor Ort waren. Die Kameradinnen und Kameraden haben wirklich Großartiges geleistet. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Wie der Generalarzt Moss gerade sagte, der Menschlichkeit verpflichtet, dieses Motto des Sanitätsdienstes haben sie wirklich zum Leben gebracht vor Ort. Zivil-militärische Zusammenarbeit par excellence. Und ich muss wirklich sagen, dass ich stolz sein kann, dass ich diese Kameradinnen und Kameraden dort unten führen durfte. Sie sind von Niedersachsen aus Bunsdorf gestartet und sie kehren hierher zurück. Und ich bin sehr froh, dass Sie heil und wohlbehalten zurückgekommen sind. Denn das war ja ein auch durchaus für Sie nicht gefahrloser und riskanter Einsatz. Sie haben jetzt mehrere Wochen lang wirklich härteste Arbeit portugiesischen Intensivstationen geleistet, haben vielen Menschen das Leben gerettet. Und ich glaube, man kann dankbar sein, aber man kann auch stolz darauf sein, dass dieser Einsatz stattgefunden hat und froh darüber, dass jetzt alle wieder zurück sind.